Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play zu Mario Party 5. Ein weiteres Mario Party Let's Play. Wir haben letztes Jahr Mario Party 4 gezockt. Und da ich die Reihenfolge nach durchgehe, ist jetzt Mario Party 5, den zweiten GameCube-Teil, dran. Wir haben schon Let's Plays zu Mario Party DS, oder zwei Let's Plays. Wir haben schon Let's Play zu Mario Party 1, 2, 3 und 4 auf dem Kanal. Und jetzt halt Mario Party 5. Ich wollte mal sagen, wir stellen mal kurz die Sprache noch ein, weil ich vermute mal, wir sind hier auf Englisch, genau. Ich möchte aber Deutsch haben. Und dann kann es hier direkt losgehen mit einer neuen Party. Ich freue mich drauf. Mario Party Let's Plays sind bei euch immer sehr beliebt. Daher freue ich mich, dass ich euch hier wieder ein neues Mario Party bieten kann. Ja, genau. Und ja, gut. Ich spiele mal kurz meinen Namen aus. Leider habe ich nur eine begrenzte Anzahl an Feldern. Daher habe ich meinen Namen ein bisschen abgekürzt. Ein paar Vokale raus. Und ja, das ist jetzt hier mein Name. Datei wird erstellt. Das ist doch sehr, sehr schön. Spiel wurde gespeichert. Und dann können wir unseren Spielstand starten. Let's go. Ich weiß nicht, was das Spiel bietet. Es ist ein komplettes Blind Let's Play. Oh, die kennt man doch aus dem Paper Mario, oder nicht? Oder nicht? Willkommen in der Traumwelt Insomnien. Zunächst einmal stelle ich Clevaster dir die Modi vor. Nun, wo möchtest du spielen? Party-Modus, Minispiel-Modus, Optionsmodus, Super-Bonus-Modus, Super-Duell-Modus, Story-Modus. Ich nehme den Story-Modus. Let's go. Weil das werden wir als erstes zocken, bevor wir das andere machen. Willkommen in meinem Story-Modus. Ich bin Mister. Bin deine Begleiterin in diesem Modus. Soll ich die Regeln erklären? Ja. Im Story-Modus trittst du gegen drei Mini-Bowser an. Okay. Du gewinnst, wenn du alle Mini-Bowser besiegst. Aber wie schaffst du das? Das ist die Frage. Am Anfang des Spiels hat jeder von euch 20 Münzen. Die Zahl der Münzen kann ab- oder zunehmen. Wenn ein Spieler alle Münzen verliert, hat er verloren. Du gewinnst, wenn kein Mini-Bowser mehr Münzen hat. Wenn du aber selbst alle Münzen verlierst oder wenn du nicht in 15 Zügen alle Mini-Bowser besiegst, dann hast du verloren. Pass also gut auf. Ach krass, das ist jetzt hier ein anderes System. Also gut, der Party-Modus werden wahrscheinlich diese klassischen Brettspiel-Partys sein, wie man die halt kennt. Aber der Story-Modus ist jetzt hier was ganz anderes. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auch den Party-Modus separat auch nochmal zocken mit den Brettern. Ich nehme normal. Luigi bin ich. Normales Paket? Ja, komm, machen wir das normale Paket. Einstellungen sind so okay. Dann let's go. Ist ein komplettes Blind Let's Play, da ja keine Ahnung, was hier jetzt so abgeht. Das ist also das berühmte Traumland Insomnien. Wie aufregend. Ich werde diese Träume zerstören und daraus finstere Visionen erstellen. Und dann werden sich hier meine Träume erfüllen. Aber jetzt ans Werk, bevor noch Störenfriede auftauchen. Meister, es besteht kein Grund zur Eile. Ich werde jeden Störenfried sofort vertreiben. Aha, ich verstehe. Jetzt kannst du zeigen, was du im Training gelernt hast. Sehr gut. Dann streng dich mal an. Verstanden? Ah. Nicht so laut. Ah. Okay. Hilfe, Bowser wütet wie ein Wilder. Wenn er so weitermacht, wird er die Traumwelt zerstören. Willst du die Traumwelt beschützen? Ja. Bitte, Luigi, beschütze unsere Träume. Okay. Auf dem ersten Brett. Moment, ich will Luigi helfen, wenn ich darf. Toad, wie nett. Bitte gib dein Bestes. Das erste Brett. Schlaraffentraum. Hui. Und man merkt schon, Träume sind hier das A und O. Ich werde den Schlaraffentraum zerstören und daraus meine finstere Vision machen. Vision machen? Was machst du denn hier, Luigi? Du willst mich wohl aufhalten? Wohl aufhalten? Du meinst es wohl ernst? Aber mit deinesgleichen muss ich mich gar nicht abgeben. Pass auf, hier sind meine mega starken Mini-Bowser. Sieh gut hin. Ui. So, verschiedenfarbig. R. G. B.
Na, überrascht? Glaubst du, du kannst meine kleinen Lieblinge besiegen? Also, Mini-Bowser, R, G und B. Zeigt, was ihr könnt. Und dann, ach so, die anderen sind meine CPUs. Das, ich spiele jetzt ein normales Spiel, nur mit Münzen und ohne Sterne. Okay. Interessant. Und dann werfen wir direkt mal eine schöne 10. Eieiei. Wo gehen wir lang? Hier steht eine Kapselmaschine. Willst du sie benutzen? Warum nicht? Gut, du bekommst eine Kapsel, aber welche Kapsel wird es wohl sein? Los geht's. Auch Bowser könnte ich auch bekommen, was natürlich nicht so gut ist. Münzbox-Kapsel. Das sind vielleicht die Items hier. Könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oh, da ist Mini-Bowser. Was heißt das jetzt? Duell? Hallo, Antora. Zeit für ein Duell. Ui. Da kann ich ihm bestimmt Münzen abwehren. Abdingsen. Wenn Luigi gewinnt, verliert Mini-Bowser G genau 15 Münzen. Aber wenn Luigi verliert, kassiere ich 5 Münzen. Okay, da müssen wir unbedingt gewinnen. Minispiele kenne ich so gut wie alle nicht. Es sei denn, es sind Minispiele. Also es gibt bestimmt Minispiele, die auch in Mario Party Superstars Walk haben. Die kenne ich natürlich dann. Das hier kenne ich glaube ich gerade nicht. Okay. Das heißt, ach du Heilige. Sammle auf dem Sprungbrett Kraft und springe höher als dein Rivale. Nein, ich habe aus Versehen auf Start gedrückt. Was muss ich machen? Ich habe aus Versehen auf Start gedrückt. Achso, das ist Training. Das ist nur Training. Start habe ich bei mir. Ich spiele mit Joy-Cons. Und ich habe Start auf R gelegt. Und auf ZR ist Blättern. So, schnell drücken, Kraft sammeln. Okay, ich muss meinen Joy-Con so ein bisschen zum PC halten. Meine Bluetooth-Verbindung ist da gerade nicht die beste. Je schneller du drückst, umso mehr Kraft sammelst du. Sei schneller als dein Rivale. Okay, ich kann Start drücken. Let's go. Ja, und schnell drücken bin ich eigentlich ganz gut. So, ja, guck mal. Ist ja auch erst das erste Brett. Ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gut. Aber ich weiß nicht genau, wie gut ich genau... Ja, sehr schön. Wow, sehr schön. Wunderbar. Erstes Minispiel gewonnen. Und im ersten Mini-Bowser schon ein paar Münzen abgezogen. Aber ist ja interessant, dann wird das hier, dann ist das hier alles ganz anders als erwartet. Was ich irgendwie ganz cool finde. Finde ich irgendwie ganz cool. Also die normalen Brettspiele machen wir dann aber auch nochmal. Ja, das Let's Play, übrigens, wird irgendwann rauskommen. Wahrscheinlich nach dem Splatoon 3 DLC. Für mich kam der Splatoon 3 DLC noch nicht raus. Aber jetzt Super Mario Bros. 2 habe ich frisch beendet und ich muss jetzt noch warten, bis das Splatoon 3 DLC rauskommt. Und in der Zeit möchte ich natürlich was aufnehmen. Daher nutze ich die Zeit schon mal, das Projekt aufzunehmen, damit ich dann später... Oh, die Würfel gleichzeitig, krass. Oh, den können wir direkt vernichten. Kann das sein? Cool. Oh, jetzt ist es... Ah, okay, jetzt ist Mini-Bowser der Herausforderer, da er kassiert... Wenn er verliert, kassiert Scheiger dieses Mal die 5 Münzen. Von Mini-Bowser. Okay. Das ist so, ich sehe andersrum. Ja, was ich sagen wollte, darum ist dieses Projekt ein bisschen vorproduziert. Ich nutze die Tage jetzt, bis ich halt, ja, bis der Splatoon 3 DLC rauskommt und nehme halt das erstmal auf. Für die Reserve irgendwann, wenn Platz ist, haue ich dann dieses Projekt hier raus. Was wahrscheinlich dann Splatoon 3 DLC halt wird. So, halte dein Gewicht, drücke die Knöpfe, die auf den Blöcken stehen, schnell hintereinander, um nicht zerquetscht zu werden. Drücke die angezeigten Knöpfe schnell und gleichzeitig. Wie man da sieht, erstmal R zum Beispiel drücken und jetzt R, A hintereinander immer drücken. Je mehr Blöcke du hältst, umso schwieriger wird es, die Knöpfe schnell und gleichzeitig zu drücken. Okay. Gibt es nur auf A, B, R und sowas? Oder gibt es auch... Ja, L könnte es auch geben, ich brauche beide Joy-Cons. Okay, let's go, let's go. Am Anfang wird es noch einfach sein, da darf ich natürlich jetzt nicht direkt verlieren. Kann ich noch mal kurz Pause machen? Nein, kann ich nicht. Ich habe ein Problem. Okay, ich drücke R, RB, RB. RBX, RBX, RBX. Oh, das ist ganz... Ich drücke einfach jetzt alles wild durcheinander. Ich drücke gerade alles wild durcheinander. Und wir haben so gewonnen. Um das ich habe einfach die ganze Zeit alles gleichzeitig gedrückt. Hat funktioniert. Warum sagte ich, ich brauche Pause? Weil ich fand es gerade ein bisschen doof, dass meine zwei Joy-Con so einzeln sind. Ich hätte die gerne nochmal auf meinen Controller so gesehen draufgesteckt. Aber konnte ich jetzt nicht mehr. So.
Duell ist beendet und der erste Mini-Bowser ist raus. Da waren wir sogar ganz gut. Welch Schmach verloren gegen einen Witzbold. Zwei Mini-Bowser bleiben übrig. Die gehen so auch noch ein bisschen. Ah ja, Blaufelder und so gibt es natürlich auch, wo man dann Münzen kriegt. Oh, da könnte ich mich sogar noch... Nein, der erreicht mich nicht. Versusfeld. Versus-Minispiel. Oh. Zeit für das Versus-Minispiel. Wir verlieren Zeit jedem der Gewinner 10 Münzen. Oh. Und was? Toad steht Luigi im Kampf zur Seite. Hämmern im Team. Das heißt, das könnte jetzt ein 2 vs 2 Minispiel sein. Und mein Teampartner ist Toad. Tatsächlich. Okay, krass. Hämmer so oft wie möglich auf den Schalter. Das Team mit den meisten Stingen gewinnt. Wieder schnell drücken. Das ist ja heute gut. Ja, tatsächlich. Der Riesenhammer verwendet sich in die Richtung des Teams mit der geringeren Zahl an Schlägen. Krass. Das heißt, wieder schnell drücken. Kriegen wir hin. Da sind wir ja jetzt ganz gut geübt mit den anderen beiden Minispielen. Man könnte meinen, es gibt nur solche Minispiele, aber nein. Das können wir hinkriegen. Cool, dass dann auch Toad als Hilfe kommt. Ja, guck mal, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich bin teilweise nicht ganz so gut, weil der Knopf zu klein ist von Joy-Con. Aber haben wir ihn bekommen. Boah, hat sich aber auch nur fast 20 mehr. 18 mehr. 18 Schläge mehr. Okay, krass. Aber hey, die beiden müssen mir jetzt jeweils 10 Münzen zahlen. Das heißt, ich kriege an sich auch mehr Münzen. Kann mehr verlieren, so gesehen. Was gar nicht mal so verkehrt ist. Das war sehr erfolgreich. Der andere ist doch irgendwie auf ein Ereignisfeld oder so gekommen? Nee, Pilzfeld. Der kriegt ein Item. Wahrscheinlich. Was heißt das jetzt so? Minus 3 noch? Haha. So, ich habe eine Kapsel. Enthält 10 Münzen. Kann ich doch einsetzen. Ja, natürlich für mich selbst. Hä? Enthält 5 Münzen? So, Münzbox ist erschienen. Ich habe gerade nichts gedrückt. Habe ich jetzt vermehrt. Ich habe es nicht ganz hundertprozentig verstanden, aber okay. Eine 7 haben wir jetzt. Karte mit Y? Will ich mal mir angucken. Unten kann ich noch eine Kapsel holen. Warte, wenn ich jetzt eine 7 wirf. Warte. Ich stand auf dem Feld, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder eine Kapsel oder so? Auf jeden Fall blaues. 2, 4, ja, 6, 7, genau. Oder hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blaues Feld wäre das. Ich würde mal sagen, ich gehe nach unten. Hol mir nochmal so eine Kapsel. Bowser-Kapsel wäre natürlich doof. Aber es war nicht die Bowser-Kapsel. Superpilz-Kapsel. Nehme ich. Keine Ahnung, was hier passiert. Aber vielleicht kriege ich noch eine Kapsel. Hallo, ich bin Akito. Von wem soll ich dir eine Kapsel mitbringen? Oh. Cool. Cool, danke sehr. Ich weiß gar nicht, was er für eine Kapsel jetzt hatte. Superpilz. Achso, auch eine Superpilz-Kapsel. Okay, krass. Na, heiß. Erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Ah, der untere würfelt in 9. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Und der andere hat jetzt wegen dem Pilz zweimal würfeln dürfen anscheinend. Ich glaube, der eine holt mich jetzt auch ein. Ja. Ah, ich wollte, dass ich die einhole. Weil jetzt kann ich ihm nicht so viele Münzen abknüpfen. Im Gegenteil, er kann mir halt viel abknüpfen. 10 Münzen kann er mir abknüpfen und ich ihm nur 5 Münzen. Was schon mal ganz gut ist. Trotzdem. Aber wenn ich halt jetzt gewinne. Achtung, Tornadino. Aha. Wir haben was schnell drücken. Fliehe auf deiner Wolke vor dem Tornadino, der dir auf den Fersen ist. Wie mache ich das? Abwechselnd Fächer bewegen. Achso, auch wieder schnell drücken. Dieses Mal L und R abwechselnd. Okay. Mit der Zeit wird der Tornadino immer stärker. Gib aber nicht auf, sondern drücke die Schultertasten einfach immer weiter. Let's go. Bin ich jetzt alleine? Achso, also stimmt, das ist ja nur ein Duell. Stimmt. Ja, ich mach's. Ich bin, glaube ich, jetzt auch ganz gut mit dabei. Ich glaube, meine Wolke ist auch ein bisschen weiter weg als seine. Ja.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bis jetzt sind die Minispiele gar nicht mal so schwer. Aber wir sind halt auch auf dem ersten Brett. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der Zeit schwieriger wird. Ich habe zwar auf normal gestellt, aber... ja, ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass das noch schwieriger wird. So, 5 Münzen wurden abgeknöpft. Stimmt, du kannst ja noch zwei Felder gehen, oder? Das heißt, ich kann dich ja gleich einholen, oder nicht? Oh, erst kommt du auf ein rotes Feld. Was ist, heißt das Feld jetzt so? DK, und was mit DK? DK. Haust du ihm eine rein? Yes! DK, Ehrenmann! Ehrenmann! Die Hälfte der Münzen wurden weggeschlagen. Ehrenmann! Gut, dass ich da nicht drauf gegangen bin. Und er verliert 3 Münzen. Das heißt, der nächste Mini-Bowser ist raus! Hey, wir schaffen das erste Brett sogar im ersten Spot direkt. Das ist ja genial! Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Beim nächsten Zug hast du 2 Würfe mehr. Aber weißt du was? Ich kann ruhig gucken, dass er mich einholt. Wie viel brauche ich denn zu ihm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ach komm. Das schaffe ich sogar. Kann ich sogar schaffen. Ja, A, bestätigen, danke. Auf mich bitte einsetzen. Kostet aber 10 Münzen. Das habe ich doch. Ich. Steht bestimmt da, dass es bestimmt was kostet. Interessant, dass es nochmal extra Geld kostet. Gut, ich kann es mir leisten. Ein Glück. Komm hoch. Yes, 8. Nochmal hoch. 12. Achso, ich kann dreimal würfeln. Okay, ich habe ihn. Ich erreiche ihn. Okay, ich dachte, ich darf nur zweimal würfeln, aber ich darf sogar dreimal würfeln. Das heißt, ich hole ihn jetzt ein. Und kann ihn jetzt auch noch besiegen. Nein, möchte ich jetzt nicht. Ich will nicht das Risiko eingehen, dass da jetzt irgendwie eine Bowser-Kapsel kommt. Was auch immer die dann heißt. Duell! So. Minispiel. Labyrinth-Wump. Was für ein Name. Bis jetzt auch noch kein Minispiel, was mir bekannt vorkommt. Von Mario Party Superstars. Sonst, ich habe zu dem Spiel noch nie irgendwie was gesehen. Ach du Heilige. Okay. Weiche auf dem Weg zum Ziel den versteckten Wumms aus. Bewegen. Die Wumms springen hoch. Wenn du ihnen näher kommst, versuche ihnen auf jeden Fall auszuweichen. Ah. Krass. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Eine Zeitvorgabe gibt es auch. Nach rechts müssen wir. Okay. Ich dachte, es sind nur ein paar Wumms und ich muss den richtigen Weg finden. Ja, guck mal. Learning by doing. Okay, okay. Hammer. Okay, es sind doch nur ein paar Wumms, die dann rauskommen. Genau. Oi. Ja, und wir haben das erste Brett abgeschlossen. Innerhalb eines Parts. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich hier eine große Party mache mit, was weiß ich, wie viele Parts. 3 Parts wahrscheinlich. Aber nein. Du bist besiegt. Und das erste Brett ist abgeschlossen. Ich mag das neue System. Ich finde das cool hier. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr cool. Verzeih mir, Bowser. Ist egal. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Ach, wirklich? Also freu dich nicht so früh, Luigi. Wir haben noch einiges auf Lager, Luigi. Übrigens, Luigi, weißt du eigentlich, was ich mir wünsche? Nein, weiß ich nicht. Du hast dich gewagt. Wenn du die nächste Runde gewinnst, dann verrate ich es dir. Das heißt, jetzt geht's zur nächsten Karte, Luigi. Traum gerettet. Nice. Und hier gibt's nochmal eine kleine Auswertung anscheinend. Was heißt? Ach, S-Rang. Vermute ich mal zumindest, dass es ein S-Rang jetzt ist. Position Billigstern, Level Normal, Charakter Luigi. Das heißt Position Billigstern. Aber egal. Ich würde sagen, hier an der Stelle geht es dann im zweiten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten.
Wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, euch gefällt dieses neue Let's Play. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und bleibt unbedingt dran. Bis dahin und tschüss.